Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Letzte Woche hatten wir das Thema Fokus. Wie kommst du 100% in Fokus? Mit Matthias Fuchs, mit der Fuchs, ist ja auch doof, ne? Das Fuchs. Ja, der Matthias Fuchs ist auf jeden Fall dabei und das heutige Thema ist Unikat. Wie werde ich zu einem Unikat? Was ist überhaupt ein Unikat? Und das hat ja ein bisschen was mit den Kürzeln da zu tun, aber da wird der Matthias uns gleich abholen und uns sagen, was es mit dem Begriff Unikat auf sich hat. Herzlich willkommen, Matthias, im Podcast Liebe Zeitarbeit. Ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist und ich hoffe, du kannst wieder einiges von der Energie, die du so mal mitbringst, auf die Hörer und Hörerinnen transportieren. Da bin ich mir heute sicher, dass das wieder dir gelingt. Heute bin ich doch ganz locker und leicht unterwegs. FI Fokus hatten wir jetzt schon. Bitte, bevor du diesen Podcast hörst und die ganzen Ergebnisse und Qualitäten dieses Podcasts mitnehmen kannst, hör dir bitte den anderen Podcast nochmal an. FI Fokus, heute U wie Unikat, dann kommt C wie Chancen, H wie Hebel, S wie Sinn. Mein Name, Fuchs, kann man sich leicht merken. So, heute geht es um Unikat und es geht um eine ganz, ganz wichtige Frage und ich werde das Ergebnis einfach mal komplett vorwegnehmen, so wie es auch meine Art ist. Stell dir bitte eine Frage. Wer willst du sein für wen? Ich schreibe mal mit. Gerne. Lieber Hörender und liebe Hörende und Sehende und Sehender, wer willst du sein für wen? Diese Frage kläre ich ganz eindeutig auf. Und das ist der erste und wichtigste, vielleicht auch der maßgebliche Schritt, um eine originale oder eine originelle, eine Marke. Jetzt war kurz mal weg. Im ersten Schritt haben wir das bei Fokus ja gehabt, ne? Da sind die zwei Fragen aufgekommen, vielleicht erinnerst du dich. Und jetzt bitte, wie gesagt, den Podcast 1 nochmal anhören, damit du auch da andocken kannst. Und zwar, wofür stehst du und wogegen stehst du? Das sind die zwei ersten Fragen, die geklärt werden müssen in Bezug auf Fokus. Jetzt kommt die nächste Frage, wer willst du sein für wen? Und da habe ich schon so viele Erfahrungen gemacht. Ich habe zum Beispiel ein Startup begleitet. Und was sagt mir ein Unternehmer immer, wenn ich sage, wen willst du als Kunden haben? Die Antwort ist, alle. Und dann sagst du, mein Angebot ist für alle interessant. Das ist wirklich auch in der Mastermind müssen wir da mal drüber sprechen, weil das ist schon mal der erste Fehler. Du musst, waren wir schon in der letzten Folge Fokus, du musst dich auf eine Zielgruppe auch fokussieren und dann bist du auch da erfolgreicher, als wenn du einfach dein Angebot für alle machst. Das kann ja nicht allen schmecken. Ja? Nicht jeder mag Chinesisch, jeder mag Fastfood, das ist ja egal. Du musst halt dich fokussieren. Alle. Alle ist immer die Antwort. Wieso kommt alle als Antwort? Was meinst du, Daniel? Warum kommt immer alle? Ja, weil die keine Lust haben, sich Gedanken zu machen, wen man genau ansprechen will, weil das natürlich auch Leute ausgrenzt. Was natürlich auch sagt, ja, ich müsste dann anderen ja sagen, nee, du bist nicht mein Kunde. Du bist nicht für mich interessant. Für dich stehe ich nicht für ein Gespräch zur Verfügung. Wenn du eine Frage hast, kann ich dir da nicht helfen. Da, man muss sich gegen jemanden entscheiden oder gegen etwas entscheiden. Und das möchte man nicht. Man möchte sich immer für etwas entscheiden und nicht gegen etwas. Das ist, glaube ich, der Grund, warum man sagt, alle. Und weil man sich auch manchmal zu faul ist, Gedanken dazu zu machen. Aber was passiert denn dann, wenn ich mir diese Antwort selbst gebe und sage, meine Kunden sind alle? Was passiert dann automatisch? Ganz einfache Antwort. Du kriegst erstmal alle. Und dann kristallisiert sich heraus, wo du den besten Job machst. Aber nicht, wo du am meisten Geld verdienst. Und dann wirst du da weiterempfohlen. Ich habe mal in der Investmentbranche gearbeitet, 3 Jahre lang. Und bitte versteht mich da richtig, aber ich habe Hartz-IV-Empfänger eine Zeit lang begleitet und habe denen Riester-Verträge verkauft, die fondsgebunden waren. Ich will da gar nicht so tief einsteigen. Und dann kam irgendwann meine Führungskraft und sagte, was machst du da? Dann sage ich, ja, ich verkaufe Riester-Verträge, ich verdiene Geld. Ja, 25 Euro pro Kunde. Wie viel Zeit steckst du da rein?
Ich so, ja, 3 Stunden. Das ist ein guter Stundenlohn. Da habe ich umgedacht. Das Krasse daran ist, machst du es einmal gut in der falschen Zielgruppe, wirst du weiterempfohlen in der falschen Zielgruppe. Und irgendwann denkst du dir, naja, ist ja in Ordnung, ne? 3 Stunden, 25 €, muss ich halt schneller arbeiten. Oder meine Systeme anpassen oder so ein Blödsinn. Wenn du aber am Anfang sagst, ich nehme zum Beispiel leitende Angestellte und verdiene 4.000 € in 3 Stunden, und das ist das volle Thema. Mhm. Es geht nämlich darum, was machst du mit deiner Zeit? Wie setzt du deine Zeit sinnvoll ein? Du könntest jetzt zum Beispiel einen Post auf LinkedIn rausbraten, der irgendein Thema hat. Irgendeins. Aber was passiert automatisch? Du ziehst alle an und keinen. Weil wenn du alle adressierst, adressierst du keinen. Schau mal. Eine der berühmtesten Bands dieses Planetens ist Rammstein. Wenn ich jetzt Rammstein sage, und ihr wisst das ja mittlerweile, ich bin Fan und ich war auch schon auf Konzerten und ich feiere die, weil die einfach so gut sind in dem, was sie tun. Also nicht nur als Marketingmaschine. Ich habe letztens einen LinkedIn-Post dazu gemacht, kannst du mal suchen. Also ist ganz, ganz wichtig, Rammstein, es passiert etwas mit dir, wenn du das Wort hörst. Alleine wenn du das Wort hörst, passiert etwas mit dir. Entweder denkst du, so ein Scheiß, höre ich mir nicht an, so ein Metal-Kram mit ihren Texten, die polarisieren viel zu viel, Bild-Zeitung-Scheiße. Oder aber du denkst, boah, sind die genial, boah, wow, boah, sind das geile Musiker, boah, haben die eine geile Show. Da ist nichts dazwischen. Meinst du nicht auch, dass sie dich irgendwie emotionalisieren? Dass da irgendwas mit dir passiert? Dass da irgendwie ein Konflikt entsteht von will ich oder will ich nicht? Und dann bist du auf der richtigen Linie. Dann bist du dabei, wer will ich sein für wen? Rammstein hat sich, das behaupte ich jetzt einfach, ich weiß natürlich nicht wirklich, am Anfang Gedanken gemacht. Wer will ich sein für wen? Ich nehme diese Frage einfach nochmal. Du hast dir ja auch Gedanken gemacht, lieber Daniel, als du den Podcast gemacht hast. Du hast ja auch überlegt, wie nenne ich das Ding, was kann ich gut, wo habe ich Liebe drin und so weiter. Oder, voll, ne? Oder das waren noch Überlegungen? Ja, auf jeden Fall. Sonst würde ich da nicht starten. Und man überlegt, für was will man stehen, gegen was will man stehen, was ist der Sinn und der Zweck und für wen ist auch dieser Podcast? Ja. Genau. Und jetzt weißt du ja, wer hört diesen Podcast? Sag mal konkret. Es sind Personalentscheidungsträger, Leute, die was in der Zeitarbeit bewegen wollen, vermehrt Unternehmer. Und jetzt kommt was ganz Spannendes. Wenn du das nämlich einmal entschieden hast, kannst du dein Schwert weiter schleifen und es wird immer schärfer. Und das ist halt das Ding. Bei mir ist es so gewesen, ich habe das in einem anderen Podcast ja in dem Fokus-Podcast schon verlauten lassen, ich habe so 15 Jahre lang irgendwas gemacht, wo die Leute nichts mit anfangen konnten. Also die konnten mich nicht begreifen. So. Aber jetzt ist es so, dass ich für das Thema Fokus stehe am Anfang. Und dann kommen die anderen Punkte und die Karte, wo wir heute drüber sprechen, Chancenhebel sind. So, und das ist dann ein Programm, was Sinn macht, um einen Mehrwert oder eine Mehrumsatzmaschine zu bauen. Für dich, für dein Unternehmen. Und ganz, ganz wesentlich ist dabei, dass ich mir überlegt habe, wen will ich adressieren? Wen will ich konkret adressieren? Das werde ich jetzt heute nicht ausbreiten. Das wirst du merken, wenn du mit mir in Kontakt stehst, wer der Adressat ist. Aber das musst du dir im Vorfeld überlegen. Das ist genauso, wenn du jetzt Angestellter bist oder jemand bist, der in ein anderes Unternehmen wechseln will oder den Gedanken überhaupt hat. Wo willst du hin? Wer willst du sein für wen? Ist dasselbe. Es geht nicht nur um Unternehmer hier, sondern es geht darum, wer willst du sein für wen? Bei der Partnerwahl dasselbe. Willst du ein Pantoffelheld sein? Oder willst du jemand sein, der die Hosen anhat? Willst du eher dominant mit deiner Frau umgehen oder eher devot? Was willst du? Suchst dir aus. Aber dann mach's konkret. Es ist so wichtig, dass du, wenn du weißt, wer du bist, deinen Wert erkennst, also den Fokus hast, und dann in die Unikat
Situation überführt wirst und diesen Unikatzustand für dich herstellst, dass du dir selbst überlegst, wer du sein willst, für wen. Aber erstmal musst du wissen, wer du bist. So, jetzt könnte ich natürlich tausende von Beispielen bringen und so weiter, aber ich will ja erstmal anpieksen bei dir, dass du so wertvoll bist, so wunderbar, so großartig, so überragend schön, dass du dir das erstmal klar machst. Und dann nicht egoistisch wirst oder arrogant, sondern einfach sagst, das ist so. Hey, ich kenne mich, ich kenne meinen Wert, alles geil. Und dann triffst du auch auf Leute, die das ähnlich empfinden. Dann schwingst du mit denen. Wieso solltest du dich unter Wert verkaufen? Was soll das für ein Scheiß sein? Was ist das für ein Konzept? Und das ist vielleicht einer der Gründe, warum du in die Mastermind-Gruppe von Daniel gehen solltest. Dass du das einfach für dich mal erkennst und für dich auch feintunst und nicht sagst, ich nehme jeden, ich nehme alles. Hauptsache Geld. Weil was steckt da für ein Gedanke hinter? Der Gedanke ist, ich habe Angst zu versagen, ich habe Angst, nicht genug Geld zu bekommen. Es ist immer nur das von weg. Es ist aber nie das hinzu. Mach dir doch am Anfang Gedanken, wen willst du, was willst du, wieso willst du, wofür willst du? Stell dir am Anfang gute Fragen. Ein Tipp. Schreib dir eine Frage, eine sehr gute Frage auf ein Blatt Papier. Und dann geh damit eine Stunde lang gedanklich schwanger. Und schreib einfach auf, was dein Leitwolf mit D da aus deinem Kopf rausposaunt. Also was spielt der da gerade ab? Und dann schreib auf. Nach 15 Minuten hast du schon keinen Bock mehr, weil du seitenweise schon voll hast. Ich weiß nicht, wie schnell du schreibst. Mach es bitte handschriftlich im besten Falle. Und such dir einen Ort, der leise und ungestört ist, weil du musst eine Stunde lang das machen. Nach weiteren 15 Minuten kommt noch mehr Ursuppe. Also wirklich das Unbewusste. Und dann guck dir das alles nochmal an. Dann hast du nochmal 15 Minuten und nochmal 15 Minuten. Und am Ende hast du wirkliche Überzeugungen, die dich blockieren und stärken. Meistens sind es aber Überzeugungen, die dich blockieren. Und das hast du mit einer einzigen Frage eine Stunde lang erreicht. Ich finde, das ist ein Bombentipp. Ich benutze es selber ganz häufig, wenn ich an einer Situation stehe, wo ich nicht weiterkomme. Also wo ich nicht einen Mentor unbedingt will, weil die Frage für mich persönlich so wichtig ist und kein anderer mir die vielleicht beantworten kann in dem Moment. Eine Stunde, eine Frage, dann hast du Lösungen, dann hast du Ansätze. Und wenn du dir die Frage stellen willst, wer will ich sein für wen? Und du dir am Anfang schon die Fragen geklärt hast durch Fokus, wofür stehst du, wogegen stehst du, kannst du schon sehr, sehr viel erreichen. Für dich, für deine Zukunft, für dein Unternehmen, für deine Familie, für alles, was du dir vorgenommen hast. Aber wer will denn schon eine Stunde investieren, Daniel? Sollte man. Für sein Business, für seine Persönlichkeit sollte man mindestens eine Stunde investieren können. Der Invest sollte drin sein. Wenn man das noch nicht mal bereit ist, dann hat man es, glaube ich, noch nicht verstanden. Du musst investieren, um was rauszubekommen. Und das gerade in sich selber. Ja, jeder kann sich da eine Stunde hinsetzen und sich mit einer Frage beschäftigen. Aber die meisten wollen es, nicht die meisten, viele wollen es nicht. Und das macht halt den Unterschied. Wenn du es zum Beispiel machst, hebst du dich schon mal von einer großen Anzahl von anderen ab, die es nicht machen würden. Und das macht den Unterschied. Ja, ich habe letztens die Anekdote da erzählt mit dem Grizzly, der zwei Wanderer trifft. Und der eine Wanderer dann aus seinem Rucksack die Laufschuhe holt. Und sagt der andere dann, ja, was willst du mit den Laufschuhen? Ne? Meinst du, du kannst den Grizzly weglaufen? Nee, aber ich bin damit schneller als du und das reicht. Und das ist halt die Idee dahinter. Ja? Die fand ich ganz nett, habe ich letztens gehört. Und sehr cool, kann man auf viele Sachen übertragen. Einfach mal schneller sein als die anderen und das macht den Unterschied. Ja, und jetzt kommt noch der andere Unterschied rein. Es geht nicht nur um schneller, sondern es geht vor allem um anders. Und zwar so anders, dass die anderen sagen, will ich auch, kenne ich nicht, kriege ich nicht woanders, ist halt anders.
Und ich kann jetzt wirklich tausende von Beispielen aus meinem Repertoire bringen, wo genau das Unternehmen gemacht haben, wo das genau Menschen gemacht haben, die einfach anders sind, aber dennoch von der Gesellschaft, also von dem Gros, gefeiert werden dafür. Aber definitiv nicht von allen. Kennst du Lisa Eckert? Nein. Absoluter Tipp. Das ist eine österreichische oder sogar Wienerin, die, ja, ich sag mal, Satirikerin ist oder ja, Comedian wäre, glaube ich, zu eng gegriffen. Und die spielt halt mit Attributen rum, sehr gekonnt, mit Sprache noch viel besser. Die kommt aus dem Poetry Slam. Ja. Und hat eine ganz ungewöhnliche Figur aufgebaut. Aber sie ist halt Lisa Eckert. Also sie kokettiert mit Dingen. Schau es dir an. Du wirst sie lieben oder hassen. Sofort. Entweder magst du ihre Klangfärbung nicht oder du magst ihre Wortwahl nicht oder du liebst das, wie sie mit dem Ganzen spielt. Auch mit dem Deutschsein und mit dem Österreichischen und mit dem Ganzen, was da so mit zusammenhängt. Also Lisa Eckert ist wirklich eine Granate an Sprachgewalt und an Sprachbrillanz. Hier bekommst du jetzt den Originalkommentar von einem der Mastermind-Teilnehmer. Viel Spaß. Ja, liebe Zeitarbeit Mastermind, ich war damals selbst in der Situation, dass ich an einem Punkt angelangt war, wo es einfach nicht mehr voran ging. Ich wollte meine eigene Firma weiter voranbringen. Ich bin deswegen in die Zeitarbeitsbranche gegangen, respektive habe mich selbstständig gemacht, um mein eigenes Ding durchzuziehen. Doch vielleicht kennst du das, wenn du an diesem Punkt angekommen bist, es werden immer weniger Leute, die man um Rat fragen kann. Und dann kam Daniel ums Eck und hat mir seine Mastermind vorgestellt. Und mein erster Gedanke war, naja, wo soll ich denn die Zeit dafür hernehmen, mich da einmal die Woche hinzusetzen und mich mit anderen Leuten auszutauschen, denn ich muss ja mein Geschäft voranbringen. Und genau das ist das, was du machen musst, weil es ist eine bewusste Entscheidung, sich Zeit zu nehmen und für das eigene Wachstum und das eigene Wachstum des Unternehmens sich Zeit zu nehmen. Und wenn du tatsächlich dein Unternehmen, dein HR-Bereich oder deine Zeitarbeitsfirma voranbringen willst, neue Kontakte knüpfen willst, die wirklich Synergieeffekte hervorrufen und nicht einfach bloß leere Phrasen dreschen und einen riesigen Quantensprung machen willst, was deine Sichtbarkeit und deinen Erfolg angeht, dann ist die liebe Zeitarbeit Mastermind genau für dich. Also melde dich jetzt an unter dem Link unter diesem Video und ich hoffe, wir sehen uns dann bei der Mastermind 2.0. Lieben oder hassen? Das sind die Thematiken. Und bei Rammstein, um das nochmal aufzugreifen, ist es exakt dasselbe. Sogar auch ähnliche Mechanismen, die genutzt werden, wie bei Lisa Eckert. Mhm. Und ich habe das Ding ergründet. Also ich habe mich mit Rammstein sehr, sehr lange beschäftigt und da ist ein Geheimnis hinter. Und dieses Geheimnis werde ich heute nicht lüften. Ich habe das auch in meinem LinkedIn-Post, der jetzt, weiß ich nicht, 4.000 oder 5.000 Views hatte, nicht gelüftet. Das ist etwas, was ich nur persönlich tue, wenn es um das Thema Unikat geht. Nachdem wir den Stärkennavigator gemacht haben, nachdem wir den Fokus hergestellt haben, dann lüfte ich erst dieses Geheimnis für die Menschen, die das brauchen und die das wollen. Weil es ist so wichtig, dass du dir klar machst, dass du dir ganz klar machst, wofür stehst du, wogegen stehst du, wer willst du sein, für wen. Ich habe einen Bekannten, der möchte gerne gerade neue Frauen kennenlernen. Dann habe ich gesagt, ja, wie machst du denn das? Ja, ich gehe auf Veranstaltungen. Ich so, welche? Ja, irgendwelche, wo halt Frauen rumlaufen. Ich so, geh doch auf die Veranstaltungen, die dich interessieren. Das wäre schon mal ein guter Ansatz. Und das kannst du jetzt sofort in dein Business übertragen. Geh doch auf die Veranstaltungen, die dich interessieren. So, und dann lernst du doch automatisch die Leute kennen, die sich auch dafür interessieren. Das wäre doch schon mal ein gutes Refugium oder ein guter Jagdraum oder wie auch immer, ja. Aber dann habe ich gesagt, du hör mal, aber die wollen eigentlich nicht flirten da. Eigentlich ist das dann Business. Geh doch auf Veranstaltungen, wo das nicht Business ist. Geh doch auf Veranstaltungen, wo du, keine Ahnung, was gibt's denn da alles? Strickkurse, ja, oder Yoga oder so. Viele Männer, die ich kenne,
die Frauen kennenlernen wollen, gehen in Yogakurse, weil da keine Männer sind. Das ist clever gedacht, aber wenn ich mich für Yoga nicht interessiere und Vollhonk bin im Bewegungslegastheniker, weißt du, was ich meine? Ja, das wird nicht funktionieren. Früher Tanzschule, kennst du auch noch, oder? Warst du auch? War ich auch. Tanzschule, mehr Frauen als Männer. Jetzt ja. Hast du noch Bock zu tanzen? Geht leicht. Aber dann beweg dich doch bitte da, wo du dich auch bewegen willst. Weil dann steckst du die falsche Zeit, die falsche Energie, die falschen Ressourcen in die falsche Richtung. Wenn du aber weißt, wer du bist und du sagst, ich bin ein brillanter Tänzer und ich bin vielleicht schon Anfang 50 und suche gerade eine Frau, ja, was machst du denn dann? Weil es ist doch klar, was du machst. Du gehst wieder in eine Tanzschule und holst dir die ganzen gescheiterten Existenzen und verliebst dich neu und bist wieder voll on track und bist einfach wieder bam. Aber du weißt, was du kannst. Guck dir den oder hör dir den Podcast Fokus nochmal an. Du weißt, was du kannst, du weißt, was du liebst und du hast eine 8 bis 10. Also von daher, geiler Scheiß. Aber du musst dir auch vorher überlegen, du kannst doch nicht alle nehmen. Du kannst doch nicht durch die Straßen laufen und sagen, ja, du bist der nächste Kunde. Du weißt doch gar nichts über die Person, über die Präferenzen. Also mach dir im Vorfeld Gedanken darüber, wen willst du überhaupt? Wer hat die Kohle? Wer hat das Interesse an dir? Wer mag dich oder liebt dich sogar? Und wo bist du genug und wo wirst du geliebt? Da bist du richtig. Also ich fühle mich hier in diesem Podcast sauwohl, das hört man wahrscheinlich auch, weil der Daniel einfach eine coole Sau ist und ich den komplett supporte. Aber bei ihm werde ich auch geliebt und bin genug. Also einerseits werde ich geliebt dafür, wie ich bin, und andererseits bin ich genug in dem, welche Kenntnisse ich mitbringe. Genial. Mein Vater und meine Mutter Glaubenssätze oder Überzeugungen fühlen sich hier sauwohl. Also bin ich hier gerne. Bin immer wieder gerne eingeladen. Und wenn ich dann noch Mehrwerte bringe und du als Hörender oder Hörende davon maximal profitieren kannst, ey, dann haben wir eine Win-Win-Win-Situation. Besser geht es doch nicht. So ist das Leben. Stell immer wieder Win-Win-Win-Situationen her. Bau so viele Mehrwerte für andere, dass die gar nicht mehr anders können, als dir dankbar zu sein. Das ist jetzt zum Beispiel ein guter Tipp von mir. Ja, auch die Grundidee von Content-Marketing, ne? Korrekt. So soll es funktionieren. Kann man nichts hinzufügen. Sehr, sehr, sehr gut. Ich finde das Beispiel auch geil mit der Tanzschule. Ich habe das jetzt letztens selbst bei einer Kollegin, die vielleicht noch auf Männersuche ist und die dann in der Disco sucht und so ein gewisses Männerklientel in der Disco rumläuft, ob man das nachher auch möchte. Ja, die dann noch weiterhin Party machen und die meisten Frauen wollen ja dann lieber jemanden, der heimisch ist, der familiär ist, aber das beißt sich halt mit der Disco. Ja, also ich würde jetzt keine Frau kennenlernen, die regelmäßig in die Disco geht. Na, wäre nicht mein Wunsch von einer Traumbeziehung, ja, wie das nachher so funktionieren soll. Und dann muss ich halt woanders hingehen. Geh dahin, wo dein Kunde ist, wo deine Wunschkunden sind. Und dann wirst du auch gute Kunden finden. Und auch im Podcast sprechen mich nur Leute an, die ähnlich ticken wie ich, die gleiche Interessen haben, die gleiche Werte haben. Und das ist halt wichtig. Und die will ich auch ansprechen. Und die sollen mich ansprechen, weil ansonsten passt es nicht. Ja? Ich mag keine geizigen Menschen, weil ich selber sehr gerne gebe und auch mit Wissen gerne das verteile. Aber Leute, die das nicht tun, werden halt nicht so gerne bei mir gesehen. Und das ist dann halt auch ein bisschen Karma, Ausstrahlung, es kommt zurück. Und das finde ich sehr gut mit Unikat und ein tolles Beispiel. Vielen Dank dafür. Ja, ich finde das einfach nur logisch. Aber da muss man sich halt im ersten Step strategische Gedanken machen und dann die Taktiken ableiten, die man braucht. So, und das ist halt voll meins.
also eine Strategie aufzulegen und dann die Taktiken abzuleiten über 12 Monate, das ist so das, wo ich so richtig für brenne. Und das kann man aber auch für Einzelpersonen machen und für Unternehmen oder Organisationen machen. Aber man muss sich halt im Vorfeld erstmal Gedanken machen, was will man? Das ist doch die Grundlage. Man kann doch nicht einfach durch die Gegend laufen und sagen, du. Klar, wenn du an dem Punkt bist, dass du so selbstbewusst bist und so stark in dir ruhst und so viel aufgebaut hast, dass du sagen kannst in der Stadt, hier, du, dich Frau will ich kennenlernen. Ja, aber wer macht denn das? Das machen die wenigsten. Ich habe das schon gemacht, das ist cool. Das macht echt Spaß. Du gehst auf eine Frau zu und sagst, ich will dich kennenlernen. Hallo, ich heiße Matthias. Das ist nämlich mein Anmachspruch. Hallo, ich heiße Matthias, ich will dich kennenlernen. Ich finde dich sehr interessant. Hast du Lust, mich kennenzulernen? Und dann kommt in Millisekunden ja, nein. Das siehst du eigentlich schon. Das spürst du auch. Weil Frauen suchen aus, Männer nicht. So, und das bei Kunden oder bei Mandanten genau dasselbe. Das muss von Anfang an passen. Aber da musst du erstmal klar sein und richtig senden und richtig ausstrahlen, was du willst, wen du willst, was du vorhast. Mit deiner Mastermind-Gruppe ist genau das gleiche Beispiel. Du hast die Entscheidung getroffen, dass es um HR geht, um Zeitarbeit, um Personalführung. Und jetzt kriegst du genau diese Leute und die sind bei dir richtig aufgehoben, weil du denen nicht nur dieses Refugium bietest, ja, so eine Art Tanzschule, ja, wo alle tanzen wollen und alle sich kennenlernen wollen und alle in die Richtung wollen. Genial. Und du bist halt der Tanzlehrer. So, und als Tanzlehrer hast du halt gewisse Kniffe, die anderen noch nicht haben. Aber dadurch werden die immer besser. Brillant, aber das ist der Ort, wo man sich trifft. Und es ist die Einstellung, wie man sich trifft. Und dann kommt ein hawaiianischer Satz, den ich sehr liebe. Und der heißt, wo die Aufmerksamkeit hingeht, beziehungsweise wo der Fokus hingeht, geht die Aufmerksamkeit hin. So, und das ist halt, das ist genau das, was du da machst, auch mit deinem Podcast. Musste ich direkt mal mit aufschreiben. Mit der Tanzschule jetzt, oder? Nee, mit dem Fokus Aufmerksamkeit. Na, aus jedem Podcast möchte ich ja auch was mitnehmen und das habe ich auch auf jeden Fall nochmal mitgenommen. Fokus, wo der Fokus hingeht, da geht auch die Aufmerksamkeit hin. Und auch die Energie, auch das Geld. Alles geht dahin. So, und Unikat ist halt einfach der zweite Schritt. Der erste Schritt darf aber nicht vergessen werden, sonst nimmst du alles. Und dann nimmst du alle. Und dann hast du Beziehungen, und damit sage ich jetzt privat und geschäftlich, die willst du nicht haben. Und dann hast du sie, und dann gibt es gewisse Klebstoffe, die das Ganze festigen. Aber im Endeffekt ist es nicht das, dass der Lebenszweck und der Unternehmenszweck, und das kannst du auch privat übertragen, 100% Fokus kriegst und du irgendwie so eine Form von Glückseligkeit empfindest und innerlich in dich reinlachst wie so ein kleiner Buddha. Das passiert dann nicht. Du nimmst dann quasi das, was okay ist. Und ganz tief in deinem Herzen, wer will das? Ich nicht. Ja, ich auch nicht. Und ich hoffe, du, also jetzt, ne, du weißt, wen ich meine, du auch nicht. Ja, Matthias, vielen, vielen Dank. Was ist das nächste nach Unikat? Wir werden uns ja noch Chancen. Chancen. C. C wie Cäsar, C wie Chance. Genau. Da bin ich auch gespannt, was du dazu zu sagen hast. Wir verlinken dein Profil und deine Seite. Wer Kontakt mit dir aufnehmen will, gerne über LinkedIn. Da weiß ich, da bist du sehr aktiv. Ich verfolge deine Postings immer, die gehen immer durch die Decke. Aber weil du auch so ein bisschen auch immer den Finger in die Wunde legst. Und das erzeugt auch Aufmerksamkeit. Und so gehen deine Postings auch viral. Vielen, vielen Dank. That's Leasing Baby. Wir sind raus. Habe mich wieder sehr gefreut. Es kam wieder viel Energie rüber. Ich konnte mir wieder was notieren. Und ich hoffe, du als Hörer, Hörerin auch. Und wir hören uns nächste Woche. That's Leasing Baby. Wir sind raus. Ciao. Bleibt hungrig. Ja.